Hallo Leute, in dieser Folge meines Flussführers paddeln wir auf der Murta. Das ist ein Fluss im Schweizer Kanton Schwyz. Der normale Einstieg befindet sich mitten im Dorf Murtatal und der Ausstieg ist an der Brücke zum Weiler Selgis. Bei gutem Wasserstand kann auch weiter oben eingebootet werden, beim Zusammenfluss mit der Starzlen. Dies hier sind 25 Kubikmeter pro Sekunde, was etwas weniger als Mittelwasser ist. Ein guter Wasserstand, um die meisten Steine zu vermeiden. Die Murta fließt westwärts dem Hauptort des Kantons Schwyz zu, knickt jedoch nach Süden, bevor sie diesen erreicht und fließt in den Vierwaldstättersee. Da die Berge hier nicht sehr hoch sind, kann man einen guten Wasserstand im Frühjahr bis in den Juni erwarten. Dies ist erst meine zweite Befahrung. Das erste Mal war vor mehr als 20 Jahren und damals hatte ich die Murta nicht als sonderlich beeindruckend eingestuft. Und dies sicherlich nicht wegen besserer Technik in der Vergangenheit. Nun muss ich jedoch mein Urteil revidieren. Vielleicht liegt es an den anderen Booten, dem Wasserstand oder der Fluss mag sich zu einem besseren verändert haben. Ich vermag es nicht zu sagen. Hat man erst einmal das Dorf Murtatal hinter sich gelassen, wird das Bachbett interessanter und steiler. Es geht in eine langgezogene S-Kurve, in der man zahlreiche Kehrwasser finden kann. Danach folgt ein längerer gerader Abschnitt. Wenn man die Straßenbrücke über den Fluss sieht, hat man die Kernstelle erreicht, den Murtastein. Nach der Brücke wendet sich der Fluss nach rechts mit einem Felsen in der Flussmitte. Dies ist auch der steilste Abschnitt des Flusses. Auf dem Weg zum Einstieg kann man sich diese Stelle bereits anschauen. Sie kann auch links umtragen werden. Abhängig vom Wasserstand und der Strömung ist eine Vorbeifahrt links oder rechts einfacher. Wenn du und deine Mitpaddler versiert genug sind, kann diese Stelle viel Spaß machen, von einem Kehrwasser ins nächste. Da man umtragen kann, ist auch das Umgekehrte möglich und man kann den Abschnitt wiederholt befahren. Da die Murta verschiedene Schwierigkeiten auf Wildwasser 1 bis 2 bereithält, eignet sie sich für Anfänger mit Fließwassererfahrung. Da die Kernstelle einfach umtragen werden kann, bieten sich zahlreiche Übungsmöglichkeiten. Und auch ein Schwimmer am Murtastein kann ein lehrreiches Erlebnis sein, da wir alle aus unseren Fehlern lernen. Hoffentlich.
weitere Fluss ist wesentlich einfacher. Es gibt immer noch Schwelle, die Aufmerksamkeit erfordern, aber ansonsten kann man die Landschaft genießen, wie zum Beispiel den Wasserfall von Ilgau herunter aus verschiedenen Blickwinkeln. Der letzte Teil bis zur Holzbrücke zum Weiler Selgis ist gerade und kanalisiert. Kurz vor Schluss hat es noch eine künstliche Stufe, die einen Rücklauf haben kann. Der Ausstieg befindet sich rechts bei einem Holzlagerplatz. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Like und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Subscribe-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!